So, wie ihr alle wisst, ich weiß es seit meinem 11. Lebensjahr. Flo und Frank wissen es auch. Dass ich nicht schnell bin. So, das war das Erste, was Flo mir am Telefon gesagt hat. Du bist nicht der schnellste Fußballer, aber so, ich weiß, wenn wir als Team die Räume gut eng machen, wenn wir zusammenarbeiten, dass ich der Mannschaft helfen kann. Und es war für mich sowieso interessant, das zu lesen, dass ich nicht zweikampfstark bin, weil ich fand mich immer zweikampfstark, wenn die Räume eng sind. Das hat mir auch mein langjähriger Trainer Jürgen Klopp immer bestätigt. So, wenn die Räume groß werden, dann werde ich sehr wahrscheinlich kein Laufduell mehr gegen Milot oder wen auch immer gewinnen. Ich habe das ja schon vor Monaten hier gesagt und da wurde ich belächelt. Und wenn der Raum eng ist, wenn wir in den direkten Zweikampf kommen, dann ist Nuri für mich einer unserer besten Zweikämpfer. Und auch wenn er selber, sagen wir mal, vom Gesamt- oder von der Endgeschwindigkeit her vielleicht nicht der schnellste ist, es gibt ja auch die wenigsten Sprints in der Bundesliga enden in der Endgeschwindigkeit. Es geht darum, handlungsschnell zu sein und er kann einfach auch in der Offensive, kann er das Spiel einfach selber unheimlich schnell machen, ohne dass er selber schnell ist. Ich bin mir absolut sicher und so kenne ich Christian, kennt man ja auch den einen oder anderen Spieler von ihnen inzwischen. Sie werden brutal organisiert sein, sie werden sehr laufstark sein, sie werden unangenehm sein und werden so ein bisschen versuchen, uns auch die Freude am Spielen zu nehmen. Wenn wir jetzt vorausblicken auf die beiden Bayern-Spiele, dann wäre das ein Riesenfehler von uns, weil, wie der Trainer gerade schon gesagt hat, mit Freiburg ein ganz, ganz starker und schwerer Gegner kommt. Ich glaube, wir sind besonders in der Rückrunde sehr, sehr gut damit gefahren, dass wir uns wirklich auf jedes Spiel fokussiert haben und dass wir uns darauf vorbereitet haben. Und ja, nach jedem Spiel können wir kurz auf die Tabelle gucken, aber dann geht es auch schon weiter. Und das Träumen überlassen wir den Fans, sollten wir den Fans überlassen, aber wir müssen arbeiten und uns nochmal, das hört sich sehr platt an, aber wir müssen von Spiel zu Spiel denken, weil ansonsten holt uns die Realität schneller ein, als wir denken können. Was ich an den Fans sehr, sehr schätze, ist, dass sie grundsätzlich immer ein sehr gutes Gespür für Situationen haben. Und wenn sie das auch diesmal haben, wovon ich ausgehe, dann wissen sie, dass Samstag so ein Tag ist, wo sie uns sehr helfen können, wenn sie der 12. Mann sind. Wenn sie eben das, was wir vorhin gesagt haben, es wieder zu einem besonderen Spiel machen. Und jetzt glaube ich schon, dass auch eine gewisse Euphorie da ist bei den Fans. Nochmal, bei den Fans. Das ist wichtig, das zu trennen. Und das ist auch sehr schön, dass die da ist. Und deshalb glaube ich, dass wir am Samstag eine große Unterstützung erhalten werden. Ich hoffe, dass wir noch 8 Spiele haben. Von daher ist es schon, sind noch ein paar Spiele. Und ich glaube, dass jeder von den Jungs weiß, dass all das, was die letzten Wochen war, was auch positiv war, dass das einfach alles nichts zählt, wenn du jetzt so ein Spiel wie gegen Freiburg nicht gewinnst. Das habe ich, glaube ich, schon zigfach betont, dass wir natürlich für uns auch eine Planungssicherheit irgendwann brauchen. Das ist jetzt noch nicht entscheidend. Wichtig ist, dass er verlängert, nicht wann. Aber natürlich sollten wir bis sagen wir mal Mitte, Ende Mai dann auch wissen, in welche Richtung das geht.